Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen nämlich den Great Vault jetzt aufmachen, hier das zweite Mal in Patch 9.1. Und diesmal gibt es nicht nur mein Main, sondern ich habe auch noch zwei Twinks, wo wir auch noch was aus dem Vault rausholen können. Und ich kann euch sagen, diesmal wird es nicht so ein Desaster wie das letzte Mal. Oder ich hoffe es zumindest. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Twink hier an, weil da muss ich dann nachher eh gleich nochmal rüber loggen. Und mit dem Twink habe ich im LFR die ersten drei Bosse umgehauen und dementsprechend das Mount, also ich wollte halt das Mount farmen. Ne? Es ist sogar gedroppt bei einem Run. Ich habe es, glaube ich, viermal im LFR mit vier Chars war ich im LFR drin. Und bei einem ist sogar ein Drop gekommen, aber ich hatte selber den Drop nicht. Aber ich hatte es gesehen, dass einer aus der Raid-Gruppe das hatte. Und der hat das sogar verrollt im Raid, weil er es nicht brauchte und nicht haben wollte. Aber leider habe ich da nicht hoch genug gerollt. Naja, sei es drum, das Mount werde ich hoffentlich noch kriegen. Jetzt gibt es dafür, weil wir drei Bosse gemacht haben, ein bisschen LFR-Loot mit dem Twink. Was haben wir drin? Ach komm, kriege ich ernsthaft diese Schildhand, die ich mit Main im HC rausgezogen habe? Schildhand, sage ich schon. Schaut aus wie eine Schildhand, aber ist ein Trinket. Was ich halt nicht so geil finde, ehrlich gesagt. Aber, naja. Was kann ich denn hier mitnehmen? Ich kann diese Abzeichen kriegen, ne? Stiege gibt's keins mehr. Ja, okay. Ich hätte halt irgendein Gear-Teil haben wollen fürs LFR-Transmog, ne? Und das ging es mir. Deswegen dachte ich mir, komm, machst du das jetzt hier vielleicht noch mit auf? Das kann der halt. Das ist halt sogar nicht mal besser vom Item-Level her, ne? Selbst der Twink hat schon ein besseres Gear. Ich habe mit dem, wie ihr seht, dieses ganze Gear, was du upgraden kannst, weil ich ziehe den immer mit, wenn ich mit Main Courtier Dailies mache. Und mittlerweile hat der halbwegs gutes Gear sogar, ne? Also dafür, dass ich mit dem keinen anspruchsvollen Content mache. Naja, okay, das Trinket, vielleicht wenn ich mir irgendwas tank, I don't know. Wahrscheinlich werde ich es nie anziehen. Schade. Also das war schon meine Nullnummer. Mit dem Monk müssten wir auch noch was drin haben. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir aber auf Main. Ich brauche zwei Sachen. Ich brauche ein DD und ein Tank Trinket aus M+. Ich habe extra 5 M+ gelaufen letzte Woche, also beziehungsweise letzte ID letzte Woche ist ja immer ein bisschen schwammig. Und ich hoffe, dass ich dieses eine Trinket aus dem Seuchensturz bekomme. Mal gucken. Aber wahrscheinlich werde ich diesen Luck nicht haben. Ah, was ist denn das jetzt hier? Also ich habe aus dem Raid... Ah, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt schwierig, Leute. Ich habe aus dem Raid... Habe ich quasi ein Item mit so einem Domination-Sockel, ne? Herrschaftssockel. Da habe ich halt noch keinen Teil. So eins bräuchte ich halt, ehrlich gesagt mal. Bonus-Sockel, 3 Frostsplitter, um Winterwinde zu erhalten. Ich glaube, ich muss Necrolord oder halt so diese, nicht die Frost, sondern halt diese Seuchen, oder ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also die Grünen muss ich, glaube ich, sockeln. I don't know. Am besten sollte ich auch den Z-Bonus haben. Gut, das ist halt nur 2,39, ne, was halt C-Loot ist. Jetzt hätte ich einen Kopf, der 2,52 ist. Der hat aber kein... der hat aber keinen Versa drauf. Und ich habe den Würfel, der halt Agi drauf hat und die Stats. Für viele ist der Würfel sehr stark, das ist richtig. Ich habe aber mal nachgeschaut, wo haben wir es denn... da gibt es dieses Blood Mall-Seite. Und zwar kann man, ich kann euch das mal zeigen, kann man hier nachschauen, was wo gut ist. Und zwar Trinkets. Und da ist der Würfel nicht dabei. Da sind nämlich hier, die beiden sind aus dem Raid, ne? Also das ist jetzt Single-Target-Patchwork, ne? Da sind nämlich hier... Die beiden aus dem Raid dabei. Das ist diese Fiole, die ich eigentlich haben wollte. Und der Würfel, I don't know, wo der ist, der bringt halt Stats, ne? Wait. DPS-technisch ist sogar das Death-Trinket besser als der Würfel? Really? Hier ist der Würfel. Der skaliert halt nicht sonderlich gut, wenn man ehrlich sind. Ne? Der Würfel ist halt hier. Eher im... Ja gut, Mittelfeld ist es jetzt schon nicht. Es ist eher schon im oberen Mittelfeld. Aber... Weiß ich nicht. Ich habe halt dieses Trinket, ne? Das habe ich schon. Und... Das hier habe ich auch. Gut, das ist ein halt niedrigeres Item-Level. Ja, ganz klar, ne? Also ich habe es halt auf... das habe ich, glaube ich, auf 226.
Wait, ich muss mal gucken. Das habe ich auf 226 oder 223. Das sind 4,89. Und der Würfel würde mir bringen auf Max. Ja gut, das wäre halt auf 6,46. Wäre halt schon ein Ticken besser. Und ich habe noch dieses eine Ding aus dem Dungeon. Das hier habe ich, glaube ich, auf 39, ne? Hier, das sind auch 6,26. Mal gucken. Wisst, 36. Ja, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, der Würfel ist nicht sonderlich toll. Ich spiele den Inka-Build halt nicht mehr. Mir wird hier die ganze im Stream dazu geraten, dass ich den Würfel nehme. Das ist jetzt halt echt eine verzwackte Angelegenheit, ich sag's euch. Das Problem ist, auf dem Kopf hast du normalerweise auch so ein Herrschaftsgear, ne? Den Würfel, den muss ich dann halt immer usen. Aber ich könnte den Würfel auch in Convoke rein usen, ne? Fällt mir gerade ein. Das kann ich natürlich auch machen. Ich finde den Use-Effekt hier von dem Item auch relativ stark, ne? Das macht relativ viel Schaden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so weit oben ist. Was ich noch gucken könnte, in einem Hectic Adcleave Fight, da wird wahrscheinlich der Würfel höher stehen, weil da es meistens so ist, dass halt Stats dir mehr bringen, ne, wenn du reinkleavst. Aber auch nicht. Selbst in dem Hectic Adcleave ist der Würfel... Wo ist denn der? Hab ich den überblättert? Muss ja eigentlich höher sein jetzt. Ah, hier, okay, ich wollte gerade sagen. Okay, Hectic Adcleave ist der Würfel tatsächlich weiter oben, ne? Okay, da ist der Würfel dann hier, ne? An 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stufe ist der. Ja, gut, Leute. Aber, ne, hier die beiden Raid-Trinkets sind halt einfach besser. Gut, machen wir es so. Ich nehme den Würfel. Und, bei der Kapuze, da brauche ich dann wahrscheinlich eh ein anderes Teil. Wie viele Stats würde ich denn da kriegen? Boah, schau mal, das sind aber schon viele Stats, ne? Das sind halt über 50 Ausdauer, die ich da kriegen würde. Das tut halt schon weh, ne? Das tut halt schon weh. Warum muss ich denn so useless Sachen kriegen? Weißt du, eigentlich wäre das gut, aber das ist halt nur HC und eigentlich... Das ist halt schon wieder so eine Kackauswahl. Ich sag's euch. Weil hier habe ich halt noch dieses Trinket, ne? Was halt auch nicht so verkehrt ist. Aber komm, sei es drum. Ich nehme den Würfel. Egal. Was kriegen wir für den Key? Einen 16er... was ist das jetzt hier für ein Key? Ach, steht das nicht dran? Erst wenn ich es ausgewählt habe? Ah, die andere Seite, okay. Ja, gut. Muss ich ihn auch fast anlegen, den Würfel. Ja, gut. Das sind halt eigentlich jetzt zwei eher kräftige Items. Okay, so viel dazu. Achso, jetzt haben wir noch den anderen Twink, wo ich umgelockt habe. Das war jetzt ein bisschen eine längere Entscheidungsfindung tatsächlich. Ich hoffe, ich werde die Entscheidung nicht bereuen. Vielleicht mit Inka könnte es mit dem Würfel vielleicht gut sein, aber im Moment spiele ich halt nicht mit Inka. Da haben wir auch ein Trinket bekommen. Aber das ist wahrscheinlich ein Tank-Ding, oder? Das war jetzt aber... War das eins von denen da? Die sind alle so ähnlich. Nee, das war... Okay, das ist dann eher ein defensives. Okay, hier habe ich nur eins zur Auswahl. Das können wir mit dem Char dann tatsächlich auch anziehen. So, okay. Also das kann ich mit dem Char auf jeden Fall schon mal anlegen. Warte, jetzt nehmen wir das hier raus, oder? I don't know. Ich habe da richtigen Rotz mit dem Twink an. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Ein bisschen Item-Level hat mir das Ganze hochgebracht. Jetzt bin ich zumindest auf 232. Mal schauen, muss ich halt mir noch hier ein Makro machen mit dem Würfel, dass ich den regelmäßig nutze. Und so sieht es schon ganz gut aus. Okidoki. Ich habe letzte Woche ein bisschen
bisschen Kies gemacht, dass ich zumindest jetzt mal jeden einmal gespielt habe. Die Woche muss ich es halt ein bisschen erhöhen, beziehungsweise auf den Kies, wo ich halt in Tyrannical drin war, in Fertified rein und halt andersrum, ne, dass ich das langsam hochkriege, dass auch der Score ein bisschen nach oben geht, dass wir da mal vielleicht Richtung die 2K kommen. Im Moment habe ich jetzt noch nicht so viel M Plus gelaufen, aber das werden wir jetzt die Woche, denke ich, ein bisschen ändern. Okay, gut, Leute, genug geredet hier für das kleine Opening. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr bekommen habt. Habt ihr was Besseres rausgekriegt? Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.